Für unser Beratungsangebot für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen suchen wir dich, genau. Was genau heißt das denn mit erworbenen Hirnschädigungen? Wir hören oftmals von Betroffenen, auf einmal war alles anders. Das kann beispielsweise sein nach einem Unfall, nach einem Sturz, nach einem Schlaganfall oder Gehirnblutungen. Ich würde mir wünschen, für das Angebot wäre, dass jemand, die Spaß hat an der Koordinierungs- und Leitungsarbeit, die gerne etwas Neues, Tolles ins Leben, ja, vielleicht mit auf die Welt bringt und gerne umsetzt. Die Spaß hat an der Beratungstätigkeit, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, mit unterschiedlichen Menschen, Gruppen, mit Interessengruppen auch zu arbeiten, in dem Zuge zu beraten, aber auch aufzuklären. Was heißt das denn, wenn ein Mensch eine Teilhabeeinschränkung aufgrund einer erworbenen Hirnschädigung beispielsweise hat? Wir würden ganz eng zusammenarbeiten die erste Zeit. Das heißt, es wird auch kein Sprung ins kalte Wasser sein, sondern an der Stelle gibt es viel, viel Unterstützung. Lern uns kennen und ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Bis bald.